Diese Übergänge von dem Spiel sind so geil gemacht, finde ich. Das ist echt mal was komplett anderes. Ich habe sowas noch nie gespielt, würde ich wirklich behaupten. Jetzt bin ich da in einem schönen Theatersaal. Kann nur raufgehen, scheinbar. Ich bin schon mega gespannt, wohin sich das Spiel noch entwickelt. Aber allein diese Übergänge die ganze Zeit brainfucken mich schon so hart. Diese seltsame Welt, wo wir gerade waren, war wohl Teil ihres Bühnenbilds. Überall Leute, die zuhören. Zuschauen. Schaut schon creepy aus, überall diese Figuren sitzen. Gehen wir mal runter wieder. Alter, wieder ein Bild. Ich weiß nicht warum, aber mich machen diese Übergänge fertig. Aber jetzt bin ich wieder da. Warum lädt er da kurz? Das verstehe ich nicht. Ich versuche mir gerade schon ein bisschen die Story zusammenzureiben, aber es macht alles noch keinen Sinn. Sie war mal jetzt nur bei irgendeinem Live-Auftritt. Scheinbar dürfte nur sie spielen, er dürfte nicht spielen. Jetzt komme ich da wieder rein in das Zimmer. Starte wieder da. Sie übt wieder? Nein? Ah. Der Plattenspieler läuft. Kombiniert wohl gerade. Aber allgemein die Lieder, die sie eingebaut haben, finde ich mega gut und entspannend. Also die passen auch voll gut zu dem Spiel irgendwie, wenn man da so durch diese Welt geht und durchgeht. Warte mal. Das ist doch derselbe Raum. Ich bin gerade von den einen Raum in denselben nochmal gegangen. Diese Brainfucks. Hier Unterricht für die Kinder. Oh, schau die creepy aus. Wo muss ich hin? Ist das ein Badezimmer? Hä? Was? Ich verstehe diese ganzen Übergänge nicht. Jetzt. Da, jetzt bin ich plötzlich wieder bei der Küche. Ist abdrehen, Mann. Und hört die Polizei. Da ist jetzt niemand. Da sitzt sie am Fenster. Sie hat plötzlich rote Haare. Rosa Haare. Oh, Leute. Da sind die Drugs am Start. Holy shit, geht's dir gut? Elena? Elena?
Diese Brainfuck-Sachen. Sie kann doch nicht da sein und da nochmal. Aber ist sie doch, weil wenn ich mich jetzt umdrehe. Okay, also sie hat schon mal irgendwelche Drogen genommen und starrt traurig aus dem Fenster. Jetzt spielen wir eine Runde Schach. Ihre Dame schlägt meine Dame. Okay. Wie böse sie mich anschaut. Diese ganzen Perspektiven. Ein Christmas-Lied, das heitert das ganze Spiel ein wenig auf. Ah, es schneit sogar. Cool. Sie hat mir ein Fahrrad gekauft, oder was ist das? Und ein Geschenk noch? Eine alte Kamera! Elena! Oh, danke! Elena! Ja, du bekommst den Rat von mir! Oh mein Gott! John! Nee, wie hieß der nochmal? Wie hieß der? Der ist doch nicht. Wie hieß der? Nicht John. Elena. Tyler, glaube ich. Tyler. Oh, danke, Tyler! Ich liebe dich! Oh. Oh. Und ich habe die alte Kamera. Und ich bin wieder in diesem Raum. Da habe ich wieder ein schönes Bild gemacht, wie sie sich über ihr Geschenk freut. Das sind aber auch diese... Aber man sieht nicht, was das für Tabletten sind. Könnte sowas wie Antidepressiva sein, wenn sie nämlich auch so traurig aus dem Fenster gesehen hat. Kann ich da... Oh, ich dachte gerade, ich könnte runterfliegen. Was ist eigentlich, wenn man woanders hingeht? Macht eigentlich keinen Sinn wahrscheinlich, oder? Mann, das macht keinen Sinn, da kommt man nirgends hin. Deswegen gehe ich da wieder in den nächsten Raum. Und wo sind wir diesmal? Irgendein Park oder so? Ah. Schön in die Natur. Schön bisschen... gar nicht Rad fahren. Schön eine kleine Radtour. Oh, mega cool. Kann ich auch abbremsen? Wartet sie? Oh, da, die Leute sind voll happy, gehen da mit ihrem Kind. Mega geil, ich kann eine Radtour machen mit ihr. Was ist mega schnell, aber ich auch. Ich hol sie noch ein. Schön viele Leute, schöner chilliger Tag. Schön mal durch den Park radeln. Ich glaube, wir fahren sogar auf den Berg rauf, oder? Geht schon ein bisschen nach oben. Ich habe sie verloren. Hä? Elena! Elena! Radel nicht so schnell! Elena? Mann, die ist mega schnell. Kann ich schneller werden? Mann, ich kann nicht irgendwie den Gang hochschalten oder irgendwas. Ich hoffe, ich sehe sie auf der Spitze des Berges. Ah, da ganz vorne war sie kurz. Wenn ich nur die Maus-Sensitivität ein bisschen runterstellen könnte. Ich kann mich fast nicht umschauen, weil das halt so mega schnell ist. Kann ich da die Abkürzung nehmen? Abkürzung über die Stufen. Komm schon. Okay, ich kann durchfahren. Ups. Habt ihr nicht gesehen, ist ein Beta-Game. Aber komm, wer will das auch schon ausprobieren? Außer ich natürlich. So, sind wir bald auf der Spitze? Es wird schon etwas windiger hier oben. Schön über die Brücke drüber.
Die war, glaube ich, nicht fertig animiert. Die war so komisch schwarz. Elena? Elena! Was steht der Rat? Ah. Hä? Was ist das für eine fette Aussichtsplattform? Ich höre schon einen Trommler. Aber mega laut hier. Ah, Yoga. Nice. Ah, wird doch gefilmt hier ein bisschen. Aber wo ist Elena? Ihr Rad stand doch da. Da joggen auch ein paar Leute. Da vorne ist Elena. Ich schaue vorher noch kurz, ob man da wirklich eine Aussicht hat. Ja. Ja, warum nicht eigentlich? Was macht sie, ein Selfie? Ah, mit mir sogar. Muss ich mich aber da hinstellen. Tschüss. Wie konnte ich das Selfie so fotografieren, wenn... Oh ja, ich glaube, es ist möglich. Aber das ist trotzdem kompliziert. Weil man sieht ja seine Kamera nicht. Ach so. Ich schalte diese Räume frei. Ah, okay. Weil da war das Bild. Also das ist wie so ein Erinnerungspalast quasi. Eine Laterne? Wieder irgendein Park? Ah, wir fahren nach Hause. Schön brav das Licht anmachen. Und ab geht die wilde Fahrt. Aber da waren wir ganz schön lang auf dieser Aussichtsplattform. Ich sehe auch gar keine Leute mehr. Elena, nicht so schnell. Elena ist wie so ein Kleinkind. Fährt immer voraus, wartet nicht. Aber alle Leute sind weg. Ich sehe keine einzigen Leute mehr. Mann, Elena ist viel zu schnell. Aber schon seltsam, dass alle Leute weg sind. Also in real müssten da noch einige sein, theoretisch. Elena? Elena? Elena?